Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen auf dem Kanal Operspielt. Operspielt zu einer neuen Aufnahme von Minecraft. Heute mit der Minecraft 1.14.4 mit Optifine. Welcome, ladies and gentlemen, subscribers and viewers. Welcome to the next episode of Grandpa Plays Minecraft. Hello, dear Villagers, meine lieben Bewohner hier. So, da müssen wir uns erstmal wieder ein bisschen orientieren. Gehen wir mal ein bisschen rum. Hello, welcome, dear Friends, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und liebe Fliege, denn wir haben, was ist das? Ach, da ist wieder so ein Idiot. Wo ist denn mein... Hallo? Wo ist der Eisengolem? Da ist er. Eisengolem, komm her. Oder muss ich den dann hierher locken? Diesen Freund? Hallo? Sind da noch mehr? Oder ist das nur einer? Hilfe! Eisengolem! Ha! Wo ist der Eisengolem? Den habe ich doch gerade gesehen. Den Eisengolem. Eisengolem! Hier bist du! Ah! Da muss ich den hier mal runterlocken, den Idiot. Wo ist er denn? Ich höre ihn doch. Komm mit, Eisengolem. Genau. Geh da hin, Eisengolem. Oi, der erste Kampf im Dorf hier. Dankeschön, mein Freund. Fall da nicht runter da oben. Da ist kein Geländer dran. Da müssen wir vielleicht noch eins hinbauen. Haben wir noch mehr von diesen Hanseln? Das geht ja schon richtig los hier. Sind da noch mehr? Kommen die auch vereinzelt mal? Müssten eigentlich noch mehr sein, oder? Zuletzt waren sie zu viert. Aber... Was ist denn da hinten noch? Hier ist so eine Art Brunnen. Tatsächlich ein Brunnen vor dem Tore. Da steht ein Lindenbaum am Brunnen vor dem Tore. So, was machen wir heute? Wir bauen weiter. Das ist klar. Ich glaube, wir müssen die Wolken ausschalten. Die sehen ein bisschen bescheuert aus. Die sehen immer ein bisschen bescheuert aus. Optionen, wollen wir das hier... Optionen, Video Settings nicht. Die Wolken weg. Details sind da, glaube ich, drin, oder? Clouds, Sky... Clouds. Fancy off. Okay. So, sieht das doch besser aus. Ja, diese Blockgrafik ist ja nicht jedermanns Sache. Und ich wurde gefragt, ob ich nicht Rising World kenne. Der Fragesteller hat mich nicht gefragt, ob ich das dann auch spielen wollte mal. Wäre etwas naturalistischer als Minecraft, aber man kann sich das ja mal angucken. Ich habe gerade mal so ein bisschen reingeschaut. Opa Zeron hat ja das Ding gespielt. Vielleicht auch Gronkh. Gronkh hat alles gespielt, nicht? Glaube ich doch. So. Ja, das ist ein bisschen irritierend, das Feuer. Vom Geräuschpegel her. Okay, nach diesem erschreckenden... Kampf,
den wir gar nicht so richtig gesehen haben. Womit bin ich denn ausgestattet? Bin ich mit Schaufeln ausgestattet? Nein, bin ich nicht. Ich habe überhaupt keine mehr. Und die sollten noch jahrelang halten, angeblich. Wer hat das gesagt? Ich habe das gesagt. So, dann gucken wir mal, ob wir hier... Wir haben Birken und herzlich willkommen, liebe Fliege. Die ist jetzt genau auf dem Bildschirm hier. Auf diesen Birkenplanken, die ich gerade anklicke. So, hier ist das. Die Werkbank bräuchte ich zwar jetzt eigentlich nicht. Aber wir machen uns mal wieder ein paar Schaufeln. 5 vielleicht. So, die Fliege werden wir heute auch nicht mehr los, glaube ich, denn ich habe Schaufeln, habe ich gesagt. Ich wollte doch auch. Ja gut, die habe ich ja noch. Die werden wir auch heute nicht mehr los, die Fliege, denn ich habe hier ein Bier heute zur Hand. Ein schönes Bier aus Tschechien. Ein Budweiser Bier aus Tschechien. So, dann tun wir das mal alles da oben rein, was wir nicht brauchen. Das brauche ich jetzt auch nicht. So, wir wollen ein bisschen Sand farmen, das heißt, wir farmen eine ganze Menge und dann auch gleich den Sandstein dazu, um dann hier weiter zu bauen. Ich habe mich inzwischen auch erkundigt bei Wikipedia oder bei Minecraft-Wiki, besser gesagt, wie denn dieser Smooth-Sandstein hier zu machen ist. Und der ist... Man schmeißt den Sandstein in den Ofen, den normalen, und kriegt dann diesen Smooth-Sandstein daraus. Ich weiß nicht, ob das sehr realistisch ist. Es sind ja so einige Sachen, die, wenn man die in den Ofen schmeißt, dass da was Gebranntes rauskommt. Ja, zum Beispiel Sand in den Ofen und man schmilzt es zu Glas. Das ist klar. Oder wenn man... habe ich mein Bett mit? Nein. Okay. Dann können wir nicht allzu lange hier bleiben. Oder wenn man Erze in den Ofen schmeißt, dann kriegt man die Barren raus. Das ist auch logisch. Aber wenn man jetzt Sandstein im wirklichen Leben in den Ofen schmeißt, kriegt man dann auch so einen veränderten Sandstein raus. So einen Smooth-Sand. Ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagen soll. Der Ton müsste jetzt auch wieder da sein vom Spiel, nicht? So, machen wir das hier mal so weg. Einfach mal gerade weg. Da haben wir jetzt schon wieder Sandstein. Machen wir erstmal den Sand weg. Ja, bisschen was erzählen kann ich ja auch mal wieder. Liebe Tante Mimi. Tante Mimi, glaube ich nicht. Also Tante auf jeden Fall. Ob der Vorname jetzt 100% richtig ist, aber ich nehme es mal an, ich habe. Und ich blende das jetzt mal hier ein. Ja, ich kann es ja an irgendeiner anderen Ecke einblenden, nicht da, wo mein Gesicht gerade ist, ja, meine Facecam, sondern auf der anderen Seite. Ich habe von der einen Kommentar bekommen, einen sehr langen. Den hatte ich auch schon gelesen, glaube ich, und dann wollte ich darauf antworten, ein paar Tage später, da war er nicht mehr aufzufinden, aber er ist noch in meinen Benachrichtigungen drin, da wird dann nicht gelöscht. Hast du gelöscht oder was? Weiß ich jetzt nicht. Also ich weiß nur, dass das also sehr schön ist, dass ich so langsam spiele und nicht so hektisch bin und nicht so hektisch rede. Gut, das sagen viele Leute, nicht nur Tante Mimi. Aber ich kann natürlich auch anders. Ich könnte zum Beispiel jetzt hier mein ganzes Let's Play
im Zeitraffer machen. Das würde sich ja jetzt hier sogar anbieten beim Sandgraben. Ja, da sitzt eine Fliege oben auf dem Sandberg. Seht ihr nicht, weil die hier auf meinem Schirm sitzt. Ach du Jemini. So, jetzt brauche ich schnell ein Bett. Und ich nehme meins dann gleich mal mit nachher, denke ich mal. Seht ihr jetzt genau unter der Webcam? Ah, so, wo kann ich mich denn reinlegen? Hier, nein, jetzt habe ich schon wieder das erwischt, wo kein Bett drin ist. Aber hier war, glaube ich, ein Bett drin, genau. Ja, es werden ja wieder längere Folgen heute. Mal sehen, wie lange die Folgen werden, wie viel ich aufnehme. Ich denke mir mal, da wir schon bis in den August rein. Na gut, wir haben ja auch morgen schon August. Ja, wir haben heute den 31.07. kurz vor 1 Uhr. Ich hole mir mal mein Bett. Und ja. Wie gesagt, ich kann auch schneller machen. Ich könnte zum Beispiel jetzt auf Zeitraffer stellen. Ich denke doch, dass das auch funktionieren wird. Da ist schon mal gar nichts mehr frei. Ach du Jemine, hier ist auch fast nichts mehr frei. Vielleicht mache ich hier den gleich mal. Diesen ganzen Dirt kann ich eigentlich mal wegschmeißen. Oder weiß der Geil, was ich damit mache. So, ich könnte natürlich das Bett wollte ich mitnehmen. Könnt natürlich beim Sandgraben auf Dingenskirchen, wie heißt es, auf Zeitraffer schalten. Das bietet sich da ja an. Und dann kann ich so auf Zeitraffer schalten, dass ich hier, würde ich ein Haus bauen, ne? Genau, dass ich dann sogar sprechen kann dabei. Dann kann ich nämlich meine Stimme genauso im Zeitraffer bringen, dann sprecht so ein bisschen Mickey Maus artig und etwas schneller. Was macht ihr denn hier außerhalb immer, Leute? Hä? So. Ich habe noch keinen schönen Weg hier hochgewonnen. Ah, da sind wir schon. Okay. Ja, ein bisschen was über Politik kann ich erzählen, nicht? Da gibt es ja diese Geschichte, unsere Ursula von der Leyen ist ja jetzt zur europäischen, zum Präsidenten oder zur Präsidentin halt, Jan, ja, ist ja eine Frau, zur Präsidentin. Aber man sagt ja auch der Verteidigungsminister Frau oder der Hauptmann weiblich anstatt Hauptfrau. Also gut. Ja, bei militärischen Graden. Der Hauptmann weiblich. Es ist keine Generalin, sondern General weiblich, Generalfrau sowieso. Also, sie ist jetzt auf jeden Fall einmal ein ganz hohes Tier in der europäischen Politik. Nicht? Sie ist Kommissionspräsidentin. Gewählt ist sie schon, aber ihre Mannschaft noch nicht oder Frauschaft oder wie auch immer. Also ihr Team noch nicht gewählt. Vielleicht muss man ja aus Proporzgründen auch mal demnächst einen Diversen da mit reinnehmen. Ja, gibt ja die Ausgewogenheit zwischen Männern und Frauen. Sollte es ja sein in diesen Gremien und als europäische Kommissare. Aber von einer diversen Personen, die also gut, ich weiß nicht, ob andere Länder das jetzt auch kennen. In Deutschland gibt es ja diverse jetzt, ja. Ich bin männlich, wobei es auch tatsächlich ja so ist, dass ja nicht jeder 100% genau männlich oder 100% weiblich ist. Es gibt ja immer gewisse Facetten an Menschen, die sie andersgeschlechtlich
denken lassen, fühlen lassen oder was weiß ich. Oder es gibt auch Verhaltensweisen bei anderen. Also bei mir zum Beispiel ist es so, dass ich durchaus mich sehr gut in andere Menschen hineinversetzen kann, dass mir das männliche Getue von manchen Leuten überhaupt nicht passt, dass ich so ein bisschen, ja, ich sag mal so, also 20% bei mir sind sicherlich weiblich, ja, dass ich also auch gerne mal losheule, das ist auch ja keine männliche Sache, aber es gibt Menschen, die halt unterschiedlich sind und die diversen, ja, das sind dann die, wo man sagt, kann 50-50 vielleicht. Bei denen sieht man das dann auch äußerlich, die haben halt vielleicht, ja, die diversen sollen ja, glaube ich, beide Geschlechtsmerkmale haben, nicht? Also männliche Geschlecht und das weibliche, sozusagen Hermaphroditen, die sind auf jeden Fall divers. Wie das jetzt bei den anderen ist, die zum Beispiel, wie heißt die Frau? Kerstin Ott, oder Katrin Ott? Kerstin Ott, ne? Eine Sängerin, sieht aber durchaus, naja, halt wie, ich will nicht sagen männlich aus, sie ist als, ist schon eine sehr, ja, doch, eine sehr burschikose Frau, trägt auch noch kurze Haare und Hosen anstatt Röcke und weiß der Geier was alles, also alles, was man mit Männern verbinden würde. Sie macht aber ganz tolle Musik, also ich habe jetzt ein Video von ihr gesehen, mit der Musik Regenbogenfarben, wo sie also die Flagge der Schwulen und Lesben, diese Regenbogenflagge, besingt. Und das Lied ist ganz toll. Es ist also Schlager, ja, aber ganz toll gemacht. Das Lied gefällt mir unheimlich gut. Von der Melodie her, das ist ein richtiger Ohrwurm. Und ja, also sie spricht, und der Text ist auch gut, ja. Also sie spricht in ein Thema an, wo man früher vielleicht dann gesagt hätte, ah, da spricht man doch nicht öffentlich drüber. Aber heutzutage machen wir das und ich finde das in Ordnung. Ja, es gibt Frauen, die halt, die ist vielleicht, sagen wir mal, primäre Geschlechtsmerkmale weiblich, aber der Rest ist durchaus häufig männlich. Also man kann ihr dann schon vielleicht, ah, das musst du selbst wissen, wie viel Prozent männlich und weiblich sie ist. Ich sag, bei mir sind das also vielleicht, ich meine, männlich ist klar hier der Bartwuchs und so weiter. Sowas haben Frauen normalerweise nicht, aber zum Beispiel diese, wie heißt die Frau, die da mal den Grand Prix gewonnen hat, Conchita Wurst, wobei ich jetzt nicht weiß, ob es eine Frau ist oder ein Mann, der so tut, als wäre eine Frau, oder so ein Ladyboy oder was weiß ich, das sind ja alles dann, Ladyboy ist ja ein Mann, der meint, dass er im falschen Körper lebt und gerne eine Frau sein möchte und sich dann so kleidet und auch so verhält. Da gibt es dann natürlich eventuell Probleme, wenn man das nicht ausleben kann, ja. Wenn jetzt einer das ausleben kann und dann was wollte ich sagen? Wenn einer das ausnehmen kann, ist das in Ordnung. Früher wurde das ja alles unter den Teppich gekehrt. Da mussten sich die Leute verstellen. Da mussten sie halt, naja, so sein, wie es die Gesellschaft vorschrieb. Und heutzutage ist das ja auch noch in vielen Staaten so, bei den Muslims, bei den im Buddhismus sage ich schon, im Islam wollte ich sagen, bei den Moslems in Afrika, ja, da ist Homosexualität strafbar. Beim Papst auch, ja.
Papst möchte ja auch Kondome und alles verbieten. Am liebsten. Und die Abtreibung, das ist dann allerdings auch schon so ein Grenzfall. Denn da zerstört man ja wirklich Leben, das schon im Entstehen ist. Ja, wann ist ein Mann ein Mann? Gibt es ja so ein schönes Lied von Herbert Grönemeyer, glaube ich. Wann ist ein Mann ein Mann? Und ich möchte das mal ganz anders fragen. Wann ist ein Mensch ein Mensch? Ist er dann ein Mensch, wenn er geboren wird? Ist er ein Mensch im 5. Monat schon ein Mensch? Oder schon, wenn die Spermien die Eizelle befruchtet haben und sich das Ei teilt? Ja, alles so interessante Fragen. So, wo ist jetzt das nächste Bett? Ich glaube, ich kann zu Hause noch schlafen. Das kriegen wir hin. Die Blümchen da, Blümchen sind schön. So, dann machen wir hier mal weiter demnächst. Wie lange haben wir jetzt aufgenommen? Ach, ich habe jetzt hier da 22 Minuten. Okay, ich kann es ganz rechts noch sehen. Mein Outer City ist ein bisschen im Hintergrund und die Fliege hier ist schon nervig. So. Also, Politik haben wir besprochen. Ja. Was wollten wir jetzt machen? Wir wollten die Wege machen. Okay, dann machen wir hier mal die Wege. Dann brauchen wir natürlich noch Werkzeuge. Denn wir müssen ja noch was ab- und aufgraben. Also. Da ist alles voll. Hier ist auch alles voll. Dann können wir noch so eine gewisse Pickaxe mitnehmen. Wir brauchen sagen wir mal zwei von denen und zwei von denen. Zack. Also die Pickaxe und die Schaufeln für die Wege, dann brauchen wir. Da haben wir Sandstein, das ist prima. Hier haben wir dann Sand. Den können wir auch gleich umwandeln zu Sandstein, was nicht funktioniert, wenn man schon Sandstein da rein tut. Vielleicht hört ihr die Fliege hier ab und zu oder seht sie sogar durchs Bild fliegen. Das wäre natürlich was. Die Fliege möchte auch mal ins Fernsehen. Hallo Fliege. So, Treppenstufen hatte ich doch gemacht. Ja, das sind Smooth-Sandstein. Ich nehme mal jetzt alles mit normalem her. Und ein bisschen Erde könnte ich noch mitnehmen, denn da könnte man noch mal was verfüllen, oder? Aber ich glaube, wir kriegen ja genug Erde eingesammelt unterwegs. Also, da sitzt sie schon wieder direkt unter der... Ja, wenn du da sitzt, bleibst, ist okay. Geht direkt da drunter, wo ich jetzt hingucke, unter der Kamera. Solange die nicht hier auf meinem Sandsteinklotz sitzt und mich irritierst. So, da haben wir schon Treppenstufen gemacht. Das war prima. Hier sind Treppenstufen. So, dann geht's hier runter. Hier sind Treppenstufen. Ach ja. Wieso kommt das hier drauf? So, und hier ist jetzt erstmal Ende. Hier könnte man natürlich auch schön, da ist es wieder dieser Smooth-Sandstein. So, hier mache ich mal eine Treppe hin. Machen wir eine richtig große. Okay. So, damit wir da besser in diesen
dieses Wohngebäude kommen können. Und das ist eine Art Tempel oder was? Nein, das ist ein ganz normales, das steht aber ein bisschen abseits. Also, ist also kein Wohngebäude, ist also kein Tempel, würde ich sagen. Wo war denn hier noch so ein Gebäude? Nee, war nicht mehr, das war das letzte. Okay, das werden wir auch nochmal irgendwann anschließen, aber das wird wirklich das letzte Gebäude sein. Ach, die Lampe. Hier müssen wir auffüllen. So. Hier sind wir so. Hier machen wir Treppe hin. Treppe hin. So, hier geht's hoch. Hier ist dieser rote, den möchte ich ja Alberts raus haben. Ja, ich weiß nicht, ob denen das gefällt. Was habe ich jetzt gemacht? Sand da rein. Nee. Oh, das ist gar kein Sandstein da. Na gut, dann machen wir da noch Sandstein draus. So, und das werden wir hier zubauen. Oh, hier kommt da eine Treppe hin. Die machen wir dahin. So, hier können wir auch eine Treppe hinmachen. Hinbauen. Ja. Hinmachen. Na gut, wir machen das halt hier mal so hin. Also hier eine Treppe hin. Die könnten wir sogar etwas breiter bauen. So. Da hätten wir sogar Dirt gehabt. So, hier geht es dann hoch und hier kommt die nächste Stufe. Hier kommt die nächste Stufe hin. Hier müssen wir die Stufe ein bisschen vorziehen. Ja, da brauche ich doch noch ein bisschen Sand. Siehst du, ich hätte doch Sand mitnehmen sollen. Ja, und das wächst hier sogar auf Stein. Das ist doch kein Sand. Das ist Stein. Das ist ja unruhig, ob das so absichtlich ist oder ein Fehler. Ich weiß es nicht. So, dann hier Treppen. Zack. Hier noch Treppe hin. Was sagt ihr zu den neuen Treppen, die ich euch hier hinbaue, Freunde? Da sagt ihr nur haha zu. So, hier könnte noch eine hin. Ach, das ist Sand, der kann da bleiben. Könnte da bleiben. So, und das war's dann erstmal. Hier brauchen wir jetzt keinen Weg mehr bauen. Ja, jetzt guckst du mal, pass mal ein bisschen auf hier, wenn du hier schon stehst. Was ist das da hinten? Ach so, das ist der... Das sieht ja auch ruhig aus. Wenn ich da drauf gehe, dann fällt das bestimmt alles runter und ich werde gestorben. Ich sterbe. Ich werde getötet, wollte ich sagen.
So, dann der nächste Weg. Das ist hier. Das hier haben wir ja schon gemacht. Hier wollten wir ja... das alles ein bisschen erhöhen. Naja, dann muss ich doch ein bisschen Sand noch holen. Ein bisschen Erde holen. Ich grabe doch nicht so viel weg, wie ich dachte. So, hier können wir noch Treppe hinbauen. Und dann ist die Treppe auch schon wieder aufgebraucht. Hier könnte man auch dann noch eine Treppe hinmachen. Hinsetzen. So, also ein bisschen Sand und Treppen muss ich noch mitbringen. Hier müsste man auch noch Sandstein hier längs bauen. Na, da haben wir ja dann entsprechend Erde, damit wir hier so eine kleine Querverbindung haben. Oder so ein Shortcut, wie der Engländer sagen würde. Also was hatte ich gesagt? Erde habe ich jetzt ja. Aber Sandsteintreppen. Mache ich erst noch die Sandsteintreppen, bevor ich mich hinlege.